Wir haben eine Arbeit bei einem BMW, Sechszylinder 535er Ausgangsbasis, in dem Fall eben bei unserem Alpina B10B Turbo. Und zwar werden wir diesmal das Getriebe ausbauen und die Kupplungsteile wechseln. Das Video ist dann eigentlich ganz interessant für alle Besitzer von einem Fahrzeug mit einem M30 Sechszylindermotor aus dieser Jahrgangszeit, was wir hier haben, 90er Jahre. Und auch fast gleich die Arbeiten beim M20 Motor, beim etwas kleineren Sechszylinder. Und dazu stellen wir das Fahrzeug auf die Bühne und bauen als erstes das Getriebe aus. Hier haben wir das Getriebe, in dem Fall jetzt kein ganz normales Bauteil von BMW, sondern das ist ein Getrag 290, speziell für den Alpina B10 Biturbo angefertigt. Ist aber wie gesagt, die Arbeitsschritte sind identisch wie bei einem serienmäßigen 530 oder 535. Einzige kleine Unterschiede befinden sich hier vorne am Übergang zu der Auspuffanlage vorne hin, zu den Krümmern. Hier haben wir eben zwei Turbolader sitzen vom Biturbo. Da ist es ein klein wenig anders, gerade im vorderen Bereich hier, um die Muttern zu lösen, die zum Turbolader raufgehen. Das fällt ja beim M30 serienmäßigen Motor komplett weg. Ansonsten ist der Auspuff ein klein wenig verändert, ist aber auch von den Aufhängungen identisch mit den serienmäßigen 5er Modellen. Und damit beginnen wir jetzt gleich mal Auspuff ausbauen und dann haben wir auch schon besseren Zugang zur Kardanwelle. Das sind die ersten Schritte, was wir jetzt machen. Dazu machen wir jetzt erstmal hier hinten die hinteren Aufhängungen ab. Das sind die Halterungen einmal hier hinten. Eine ist ein bisschen unterhalb der Schürze versteckt, nämlich hier hinten. Jeweils zwei Schlüsselweite 13er Muttern. Dann haben wir hier zwei Gummis, einer hier seitlich und einer etwas weiter nach links versetzt. Auf der anderen Seite hier der Gummi. Dann kann man eigentlich die Auspuffanlage im ganzen Stück zusammenlassen, nur noch hier am Getriebe lösen. Entweder hier oben direkt am Getriebe oder eben hier unten an den Gummis, das kann man sich aussuchen. Und dann einfach nur noch die Lambda-Sonne aushängen, entweder direkt hier unten abschrauben am Auspuff oder das Kabel halt eben zurückverfolgen. Es geht nämlich hier rüber in die Leitung hier hinein und hier oben geht es direkt an den Stecker seitlich. Am Motorblock kann man es auch abstecken, ist vielleicht fast sogar einfacher. Und dann hat man einfach nur noch die zwei Auspuffkrümmerübergänge. Einmal hier sieht man es recht gut, hier oben. Wie gesagt, beim serienmäßigen Motor hat man einfach ganz gut zugänglich die Krümmer unten, die kann man schön abschrauben. Wir müssen einfach noch dem hinteren etwas mehr zerlegen, dass wir den Auspuff komplett rausnehmen können. Wir werden jetzt die Lambda-Sonne direkt am Stecker einfach befreien. So, da haben wir das Gegenstück. Und dann werden wir einfach nur diese Leitung hier runternehmen. Das sind mit zwei so Plastikdruckmuttern festgehalten. Und dann natürlich noch überall, wo sie eingehängt ist, hier zum Beispiel an den Clips, werden wir es kurz raushängen. Und dann kann man eigentlich die Lambda-Sonne so hängen lassen am Auspuff. Da muss man nichts weiter machen. Und man hat auch nicht die Gefahr, dass man eventuell jetzt hier das Gewinde kaputt macht beim Ausbauen. Und dann kann man diese Rohrleitung, hier vorne ist noch eine kleine Plastikmutter, die muss man auch noch rausnehmen. Und dann kann man dieses Schutzrohr, ist es eigentlich, nach unten rausnehmen. Genau. Und da sieht man, das ist also die komplette Leitung, hat man dann schon in der Hand. Und so kann man es dann eigentlich auch theoretisch dann abnehmen, einfach immer den Auspuff rumwickeln, dass nichts kaputt geht. Und dann einfach hier gleich weitermachen am Abschrauben am Getriebe. Die beiden Schrauben am Getriebe können wir jetzt rausziehen. Also wir machen sie jetzt direkt am Getriebe auf. Dann haben wir auch beim Ausbau vom Getriebe nicht, dass uns dieser Halter unten etwas stören kann. Und dann müssen wir das Auto aber nochmal runterlassen, weil wir eben noch hier oben zum Abbau am vorderen Bereich des Auspuffs die Wärmeschutzbleche von den Turboladern herausnehmen müssen und abbauen müssen. Jetzt sieht man auch, warum wir aber speziell bei diesem Biturbo oben am Auspuffkummer anfangen müssen, die Wärmeschutzbleche rauszunehmen. Nämlich geht es um diese eine Mutter, die eigentlich nur von der Position aus zugänglich ist. Die darunterliegende, die kann man auch von unten hier öffnen. Aber an die obere kommt man einfach nicht ran, weil man da mit dem Werkzeug eigentlich auch gar nicht richtig durchkommt. Das haben wir jetzt eine Schlüsselweite 15. Die haben wir jetzt schon mit Rostlöser eingeschmiert und jetzt versuchen wir, die Mutter herauszudrehen. Die sitzt natürlich fest. In diesem Aufwand, speziell beim Biturbo, sollte man auch immer gleich die ganzen Auspuffkummermuttern nachziehen,
Die können sich mit der Zeit etwas lockern und jetzt kommt man natürlich schön hin. Nur aufpassen, dass man sie beim Nachziehen nicht abreißt. Das ist noch ein ganz gefährlicher Punkt bei den Krümmern hier. Jetzt sind wir an der unteren Mutter dran, vom vorderen Turbolader. Aber wie gesagt, nochmal als Hinweis, ist nur für die Leute interessant, hier wirklich an so ein Auto wie den Biturbo-Schrauben. Für alle anderen normalen 5er 6-Zylinder M30 fällt das komplett weg. Da sind die Muttern relativ gut zugänglich, hier in dem Bereich hier vorne. Und das ist es nur speziell bei dem Biturbo hier. Der Auspuff ist jetzt komplett abgebaut vom Auto, liegt jetzt hier. Und wir sind jetzt hier beschäftigt mit dem Ausbau aller Teile, die hinten am Getriebe noch montiert sind. Da werden wir hier die Hardyscheibe abschrauben. Also entweder lässt man sie am Getriebe dran oder an der Antriebswelle. Dann hier natürlich dieses Wärmeschutzblech müssen wir abnehmen. Und drunter das Mittellager. Ja, und dann werden wir uns langsam auch ans Getriebe machen und das hinten ablassen. Das Wärmeschutzblech ist ausgebaut und jetzt kommt man schön an die Hardyscheibe ran. Das sind jetzt bei dem Fahrzeug etwas größere wie beim Serienfahrzeug. Die sind jetzt in einem 850er, die Hardyscheiben. Normalerweise braucht man da etwas kleineres Werkzeug, aber im Prinzip das gleiche. Und hier haben wir noch das Mittellager. Sobald die Hardyscheibe draußen ist, machen wir hier noch die zwei Schlüsselweite 13er Schrauben raus. Und dann können wir die Gelenkwelle nach hinten rausziehen und dann werden wir auch gleich hier die vier Verbindungen vom Getriebehalter zur Karosserie lösen. Zwei hier, zwei dort drüben und das Getriebe etwas herunternehmen. Die Kardanwelle haben wir jetzt zur Seite befestigt, sodass sie nicht mehr stören kann im Bereich des Getriebes. Und jetzt kommt man an das Schaltgestänge ran, an die Gabel, besser gesagt, an die Schaltgabel unten. Da ist seitlich so ein kleiner Sicherung dran, so ein U-Haken ist das eigentlich, den einfach vorher ein bisschen mit dem Schraubenzieher auseinanderdrücken oder versuchen runterzuziehen und dann kann man es mit der Hand rausnehmen. Dann sind rechts und links jeweils so kleine Distanzscheiben dran, die aufpassen, dass die nicht verloren gehen. Und dann die Schaltstange einfach nach rechts rausnehmen. Die wird sich am Anfang ein bisschen schwer lösen, die geht sogar schon, hat gut Schmierung bekommen in den letzten Jahren. Und dann hat man die Verbindung zwischen Schalthebel und Getriebe gelöst. Da sieht man jetzt die zweite Beilagscheibe, die haben wir jetzt schon in der Hand, genau. Genau, das kann man einfach hängen lassen. Dahinter sieht man noch die Verbindung zur Schaltgestänge sozusagen, die was hier dran ist am Getriebe. Die werden wir jetzt später dann gleich rausnehmen, wenn wir das Getriebe abgelassen haben, ein Stück. Dazu haben wir es schon mal hier unten abgestützt. Und jetzt können wir die vier Schrauben herausnehmen, Schlüsselweite 13 und das Getriebe so weit wie möglich nach hinten absenken. Diese Sicherung von dem Schaltgestänge können wir jetzt besser herausnehmen. Jetzt ist das Getriebe ein Stück runtergelassen. Dazu muss man mit dem flachen Schraubenzieher diese kleine Nase nach innen drücken, man sieht jetzt gleich, wenn wir es in der Hand halten, genau, das ist die Sicherung. Und jetzt kann man den kompletten Hebel rausnehmen und da sieht man, das ist das Problem. Auf der anderen Seite ist diese kleine Sicherungsstelle und da muss man mit dem Schraubenzieher einfach ein bisschen hinterziehen. Dann kann man das rausnehmen und jetzt können wir den Hebel nach oben rausziehen, auf die Seite einfach hängen lassen, das passt. Ja, und jetzt haben wir eigentlich schon so ziemlich alles gemacht. Hier haben wir noch drüben den Nehmerzylinder mit zwei Schlüsselweite 13er Muttern. Den können wir jetzt auch gleich abnehmen. Dabei aufpassen, immer schön gleichmäßig herausnehmen, oben, unten. Also nicht auf einmal oben rausziehen und einmal unten, sodass keine Luft ins System hineinkommen kann. Und dann den Nehmerzylinder einfach zur Seite hängen lassen. Und dann sieht man, dass man auch schon rundherum ans Getriebe wunderbar rankommt und die Getriebeschrauben lösen kann. Eine ist schon draußen hier unten. Und die anderen werden wir jetzt dann gleich aufmachen. Und da hat man schon einen kleinen Blick zu den Turbinen vom Turbolader. Jetzt können wir den Nehmerzylinder rausziehen aus den Gewinden. Und dann entweder so nach unten hängen lassen oder, wenn es stören sollte, auch hier einfach oben einhängen, sodass er neben dem Getriebe ist. Das stört er auch nicht. Und dann haben wir noch drüben noch den Stecker vom Rückwärtsgangschalter, einfach nur mit der Klammer zusammendrücken und abziehen, auch hängen lassen.
Ja, und wenn wir jetzt nichts übersehen haben, können wir das Getriebe nach Ausbau aller Schrauben nach hinten runterziehen und dann ist man schon an der Kupplung dran. Unser Getriebe ist jetzt draußen. Wie man sieht, hat man jetzt schön den Blick auf die Original-Sachs-Kupplung, die hier so Alpina verbaut. Und die Kupplung selber ist eigentlich gar nicht das Problem, die funktioniert eigentlich ganz gut. Das Problem ist eigentlich das Laufgeräusch von den Lagern. Pilotlager und Ausrücklager haben ein bisschen Geräusche. Wie man sieht, das ist ein etwas anderes abgeändertes Schwungrad, was Alpina da verwendet. Natürlich bei dem Drehmoment, was der Motor abgibt, über 520 Newtonmeter, hat man natürlich das Schwungrad geändert. Hier ist jetzt das Getriebe. Da haben wir jetzt schon mal die Teile vorbereitet, die wir jetzt auf jeden Fall austauschen werden. Dazu gehört also die Schaltgabel. Hier, dann haben wir das Ausrücklager, das wird wahrscheinlich am meisten Geräusche machen. Und auch ganz wichtig, das Pilotlager in der Kurbelwelle, das wir hier liegen haben. Die werden alle ausgetauscht. Dann haben wir aber noch ganz wichtig auch noch diesen kleinen Pilz oder diesen kleinen Bolzen, der normalerweise hier unten sitzt an der Gabel. Er ist aus Kunststoff, den werden wir auf jeden Fall austauschen gegen ein Metall. Die brechen nämlich auch recht gerne mal ab, gerade wenn es doch ein bisschen älter werden, die Getriebe. Die werden ausgetauscht und dann haben wir noch oben hier oben eine Feder. Die können wir jetzt als erstes auch gleich ausbauen. Einfach hinten zusammendrücken. Die muss man jetzt nicht unbedingt tauschen, aber wenn man schon mal dabei ist, kann man sie gleich mittauschen, die ganze Geschichte. Und dann den Hebel nach vorne rausnehmen mit dem Lager zusammen. Genau. Und jetzt sieht man auch hier hinten. Moment, ich sehe es gar nicht. Da, das sieht man jetzt doch hier auf der Seite, sieht man es. Da, den Plastikpilz. Und der ist auch schon oben wieder etwas abgenutzt. Das heißt, irgendwann mal kann sein, dass der wirklich abbricht. Und dann ist es besser, man tauscht ihn also gegen so ein Metall aus. Dann kann sowas überhaupt gar nicht passieren. Den Plastikbolzen werden wir jetzt einfach rausnehmen. Da kann man von der anderen Seite schön mit einem dünnen Gegenstand nach vorne rausklopfen. So, da kommt er schon. Dann einfach ein bisschen sauber machen, das alte Fett und so weiter wegwischen. Und dann einfach schon unseren neuen Bolzen auch wieder rein drücken. Den haben wir jetzt hier. Der passt auch einmal frei. Vielleicht nur ganz vorsichtig, mal ganz leicht draufklopfen, dass er wirklich anliegt. Das passt, jawohl. Ja, und dann werden wir erstmal, bevor wir alles zusammenbauen, hier alles sauber machen, alte Fett befreien, hier gerade an der Stelle, wo das Lager hin und her rutscht. Genauso hier die Verzahnung, ganz wichtig, erstmal vom alten Fett befreien, auch bis hier vorne. Alles sauber machen, auch ruhig mit Bremsenreiniger. Und dann wird alles wieder zusammengesetzt, mit unseren Teilen, neuer Hebel, neues Lager. Und das Pilotlager werden wir dann einbauen, wenn wir die komplette Kupplung abgebaut haben vom Motor. Wir bauen jetzt schon die Neuteile wieder ein. Und zwar werden wir dazu das Lager etwas mit einem speziellen Fett von BMW einstreichen. Und zwar genau an den Stellen, wo es am Hebel eigentlich ansitzt. Nämlich genau hier außen seitlich und natürlich von der vorne Seite auch. Genau, das reicht. So ein klein wenig verteilen. Jawohl. Und dann auch am Hebel, am hinteren Teil des Hebels, müssen wir auch wieder an den Stellen, wo dieser kleine Metallbolzen jetzt sitzt, ein klein wenig Fett drauf tun und auch dann, wo der Nehmerzylinder unten einfährt, auch ein bisschen Fett drauf. Das klein wenig verteilen, das reicht. Hauptsache, dass alles ein bisschen gefettet ist. Jetzt können wir das Lager einsetzen. Und jetzt sieht man genau an den Stellen, wo es berührt, da ist jetzt auch das Fett drauf. Und jetzt können wir das komplette Teil, so wie wir es haben, ins Getriebe wieder reinschieben. Ganz wichtig ist hier also da hinten kein Fett drauf nehmen, an diese Stelle, wo das Lager hin und her fährt, das wirklich fettfrei sein muss. Und jetzt können wir es einfach drüber setzen. Auf den Bolzen, genau, da ist es jetzt drüber. Die Feder wieder draufsetzen, die neue haben wir jetzt hergenommen, sodass es also da schon mal arretiert ist. Genau. Und als letztes werden wir jetzt noch die Verzahnung etwas fetten, nämlich da, wo das Pilotlager ist, nämlich hier ganz vorne am vordersten Ende. Ein klein wenig verteilen auch das Fett wieder. Auf gar keinen Fall zu viel Fett verwenden dafür. Also BMW selber sagt, man sollte insgesamt jetzt für die Verzahnung nicht viel mehr wie ungefähr eine Erbsengröße hernehmen, dass man das jetzt schön gleichmäßig verteilt. Also auf gar keinen Fall den Fehler machen,
zu dick einstreichen, sonst kann es nämlich wirklich sein, bei verschiedenen Temperaturen, heiß, kalt, dass sich die Kupplung also direkt festsetzt und hängen bleibt. Also wirklich das Fett schön verteilen. Wir haben jetzt schon mal alle Imbusschrauben von der Kupplung gelöst. Dazu haben wir uns hier einfach hier drüben eine Getriebeschraube wieder reingesetzt ins Gewinde und mit einem langen Schraubenzieher können wir dann hier dementsprechend den Motor blockieren, dass wir die Schraube aufmachen können. Und dann reicht es schon, wenn man es nur ein paar Umdrehungen lockert und dann gleich wieder über Kreuz am besten die anderen Schrauben auch lockern und auf gar keinen Fall mit einmal die Schrauben komplett rausdrehen, sondern immer schön über Kreuz stückchenweise rausziehen und dann aufpassen bei den letzten, dann knallt das Ding einem sonst runter. Jetzt nehmen wir die komplette Kupplung ab. Wie gesagt, mittig auch festhalten, dass die Mitnehmerscheibe auch nicht runterfallen kann. Ja. Und jetzt haben wir auch Zugang zu unserem Pilotlager, das hier hinten drin sitzt. Das ist sogar noch das erste Lager, so wie es aussieht. Die waren nämlich am Anfang aus verschiedenen Kleinteilen zusammengesetzt, aus dem Blech, einem Filzstreifen noch dazu. Und jetzt haben die natürlich das Lager abgeändert, sodass man das sich sparen kann. Und das werden wir jetzt auch noch rausnehmen. Hier haben wir jetzt unsere Mitnehmerscheibe. Also vom Verschleiß her ist die sogar noch ganz in Ordnung. Die könnte man sogar noch einige Zeit fahren. Da hat man auch nichts gemerkt, dass da irgendwas nicht gepasst hätte. Das war eigentlich nur das Geräusch von den Lagern. Auch auf der anderen Seite ist noch alles soweit in Ordnung. Die Druckplatte hier können wir mal rumdrehen. Die sieht, glaube ich, auch nicht irgendwie beschädigt aus. Nur ganz leichte Stellen hat sie im Endeffekt hier außen herum. Aber man hätte diese Kupplung schon noch längere Zeit fahren können. Da ging es eigentlich nur um das Geräusch. Wenn man kein passendes Werkzeug hat zum Ausbau des Pilotlagers, kann man sich auch einfach mit einem ganz einfachen Hilfsmittel helfen. Und zwar einfach ein Karosserieband oder Thermostatband in die Mitte vom Pilotlager hineindrücken und dann mit einer langen Verlängerung mit einem Hammer reinklopfen. So lange, bis es hinten komplett aufgefüllt ist, der Raum hinter dem Pilotlager. Und durch die Masse, die dann da vorne von vorne herein reingedrückt wird, rutscht dann irgendwann das Pilotlager nach vorne heraus und man kann das Pilotlager einfach rausnehmen. Also nur, das ist als kleine Information, wenn man so ein Spezialwerkzeug jetzt nicht parat hat. Es geht auch so, wie man hier sieht, einfach schön reinklopfen. Und danach kann man das Lager mit dem kompletten Band, was man da reingeklopft hat, zusammen wieder rausziehen. Das alte Pilotlager ist jetzt komplett ausgebaut. Hinten sieht man jetzt eben den zusammengedrückten, ja, den kompletten Brei, was wir da reingeklopft haben von der Karosseriedichtmasse. Und dadurch drückt eben das Lager nach vorne raus. Und wie man sieht, das ist noch die alte Ausführung mit dem Filzeinlage hier innen drin, mit dem vorderen Metall. Ja, Metallkappe kann man nicht sagen. Und dann ist hier noch so eine kleine Abdeckung drauf. Das fällt bei dem neuen Lager alles weg. Das ist ein ganz normales Lager wie hier. Und das bauen wir jetzt auch gleich ein. Das Lager setzen wir jetzt einfach mal mit der Hand so an, dass es von selber ein bisschen hält. Und dann wird es mit der passenden Nuss schön gleichmäßig in die Kuppelwelle hineingeschlagen. Aufpassen, dass die Nuss auch nicht zu groß ist, sonst kann das Lager nicht weit genug nach hinten rutschen. Und schön gleichmäßig immer wieder kontrollieren. Sobald es einmal richtig drin sitzt, dann kann man nicht mehr falsch machen. Nur die ersten Millimeter sind eigentlich wichtig, dass es nicht verkantet. Das Pilotlager sitzt jetzt wieder ganz hinten an der richtigen Stelle. Da ist so eine Nut, wo es dann auch anliegt. Und wir haben jetzt unser Kupplungssatz komplett vorbereitet. Der ist nämlich jetzt hier und zwar mit einem Spezialwerkzeug. Normalerweise hätte man dafür einen Dorn, der ist aber bei diesem Schwungrad, was wir beim Alpina Biturbo verbaut haben, viel zu kurz. Das heißt, die Konstruktion sieht jetzt so aus, dass schon die Mitnehmerscheibe in der Druckplatte eingesetzt ist. Und hier in der Mitte ist es mit dem Spezialwerkzeug hier zentriert. Drehe nochmal auf die andere Seite rüber, danke. Und hier haben wir jetzt sozusagen die Zentrierung von der anderen Seite. Die sitzt hier direkt an den Federn von der Druckplatte an und das Ganze wird dann mit diesen Rändelrädern festgezogen, sodass sich die beiden Teile nicht mehr ineinander verdrehen können. Aufpassen beim Festziehen einfach, dass es auch optisch schon von vornherein schön zentriert in der Mitte alles anliegt.
dann muss man nicht darauf hoffen, dass sich das Werkzeug von sich aus ganz alleine zentriert, sondern einfach schon vorher so hinlegen, dass man sieht, die Kante ist überall schön gleichmäßig rundherum zu sehen. Und jetzt können wir den kompletten Kupplungssatz so nehmen und ansetzen an den Bolzen. Und zwar haben wir da außenrum jeweils drei Bolzen. Ja, man sieht es eigentlich, hier drüben ist ein Bolzen. Dann hier oben ist einer und hier unten ist einer. Und dann drüber setzen und mit der ersten Schraube schon mal festmachen. Genau. Und ganz wichtig, dann auch gleich eine Schraube reindrehen. Genau, das sieht gut aus. Die Bolzen sieht man schon. Und gleich mal seitlich oder oben Bolzen festmachen. Jetzt wieder die Schrauben schön über Kreuz festziehen, nicht zu viel, immer nur ein klein wenig. Und so die Druckplatte langsam an den Schwungrad ranziehen. Immer kontrollieren, ob man keine Schraube vergessen hat, nicht, dass eine komplett lose ist und die anderen schon zu fest dran sind. Und zum Festziehen werden wir dann hier drüben wieder an unserer Stelle, wo wir vorher aufgemacht haben, an der Getriebeschraube einen langen Schraubenzieher ansetzen zum Gegenhalten, genau wie jetzt hier, von der Seite diesmal genau, und blockieren, und dann können wir eigentlich dann auch die Schrauben festziehen. Jetzt müssen wir natürlich unser Spezialwerkzeug auch wieder rausnehmen. Dazu drehen wir außen die Schraube wieder auf. So, und jetzt einfach ein klein wenig mitten drauf aufs Gewinde nach dran klopfen, das sieht, und schon ist es draußen. So sieht das komplette Teil nämlich auch nochmal aus hier. Kannst du mal kurz zeigen, hier eine Kamera. Also da hinten steckt es dann in der Mitnehmerscheibe als Zentrierung. Dann außen, dieser abgewinkelte Bereich, sitzt dann an den Federn hier hinten an der Kupplung an. Und hier hinten kann man dann die Länge einstellen, wie viel man Abstand braucht. Und hinten wird es eben zentriert und festgehalten. Wir befinden uns bereits wieder im Einbau des Getriebes. Das haben wir schon wieder angesetzt an den Motor. Und jetzt kann man zu erwähnen ist vielleicht noch, dass es zwei verschiedene Größen von den Schrauben gibt am Getriebe. Das ist die etwas größere und gleich gegenüber auf der oberen Seite ist eine etwas kleinere verbaut. Also immer kurz drauf schauen, ist es das große oder das kleine Gegenstück, was man da braucht zum Öffnen und zum Zumachen. Und jetzt ist das Getriebe, wie gesagt, oben am Motorblock schon fest. Unten lassen wir es noch offen für den Ausbau der Ölwanne. Aber wir können schon im Einbau oben des Lenkgestänges, des Schaltgestänges anfangen. Genau, einfach den Clip rumtun, das ist gesichert. Dann haben wir seitlich den Stecker vom Rückfahrschalter. Den kann man auch gleich wieder drauf machen. Moment, ich schau mal, sieht man das einigermaßen? Ja, da oben ist der Stecker. Mit der Metallklammer wieder gesichert. Natürlich haben wir jetzt auch noch gleich genutzt, dass wir hier die Lager vom Getriebe ausgetauscht haben. Das ist auch ganz einfach. Die sind einmal unten mit einer Schlüsselweite 13er Mutter geschraubt und oben am Getriebe eben auch. Und jetzt können wir gleich die komplette Halterung wieder am Getriebe ansetzen und montieren. Aufpassen, es sind zwei Nasen. Auch am unteren Teil sind zwei kleine Punkte, die man richtig einsetzen muss. Also nicht verdreht einbauen. Und dann von oben her wieder mit der Mutter festziehen. Und gleich als nächstes können wir dann das Getriebe mit dieser Halterung dann nach oben drücken und die vier Schlüsselweite 13er Schrauben wieder festmachen. So, der letzte Schritt ist jetzt nur noch das Reindrehen der vier Schrauben. Und wie man sieht, das Getriebe ist jetzt auch wieder in der normalen Fahrposition eingebaut. Und jetzt können wir dann gleich die Kardanwelle einhängen, die noch hier schön hängt. Und das Mittellager festmachen, was dann hier platziert wird. Ja, und dann kommt eigentlich noch das Wärmeschutzblech und dann ganz am Schluss eben noch der Auspuff. Aber den lassen wir, wie gesagt, noch draußen, weil wir eben noch am Motor was machen müssen, nämlich die Pleuellager. Aber damit ist eigentlich dann fast schon alles erledigt, was das Kupplungswechseln angeht. Die Gelenkwelle haben wir schon wieder eingesteckt. Hier in der Mitte haben wir es einfach nur ganz kurz gesichert mit dem mittleren Mittellager. Hiermit sind die beiden Schrauben dazu. Und jetzt können wir auch gleich anfangen wieder zusammenbauen. Die großen Schrauben am Getriebe befestigen mit der Hardyscheibe. Das sind bei dem Fahrzeug Schlüsselweite 22 und die anderen, die daneben liegen, sind glaube ich sogar Schlüsselweite 21. Also unterschiedliche Größen, je nachdem welche man öffnen will.
und die drei Schrauben dann wieder festziehen. Und sobald das wieder richtig anliegt am Getriebe, man sieht, ich habe hier noch einen kleinen Spalt jetzt momentan, dann erst das Mittellager auch hier festziehen in der richtigen Position. Und damit ist die Kardanwelle fertig montiert. So, wir sind fertig mit dem Einbau des Getriebes. Die Kupplung ist gewechselt. Was man natürlich dann auch noch gleich mitmachen kann beim Fahrzeug, das schon ein paar Kilometer gelaufen hat. Hier haben wir gleich die Auspuffgummis von der mittleren Aufhängung vom Auspuff gewechselt. Auch hier auch gleich sogar noch ein Halter, der ein bisschen rostig war. Das kann man dann gleich mitmachen, wenn man das Getriebe schon abgenommen hat und den Auspuff vorweggenommen hat. Und natürlich hier hinten die ganz wichtig, die hinteren Aufhängungen. Gummis immer mitwechseln, die Halter wechseln auf beiden Seiten. Und dann fehlt nur noch der Auspuff reinbauen und man wäre komplett fertig. Kleiner Tipp noch hier, die Gummis gehen recht schwer rein, wenn man sie versucht trocken einzusetzen. Ein bisschen entweder Rostlöser, ein bisschen Gleitmittel drauf, dann geht es relativ einfach. Und wie gesagt, bei uns geht es aber dann noch weiter mit dem Ausbau der Ölwanne beim nächsten Video. Und wie immer unsere Lieblingsarbeit, Pleuellager wechseln, weil dieser Motor hier hat viel zu wenig Öldruck im Leerlauf. Und das werden wir mit neuen Lagern beheben.